Der Alte ist der Neue. In Italien ist Präsident Sergio Mattarella für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Der 80-Jährige, der sein Amt eigentlich Anfang Februar abgeben wollte, erhielt im Wahlgremium 795 Stimmen, deutlich mehr als die erforderliche absolute Mehrheit von 505 Stimmen. Zunächst hatte es in Rom 7 erfolglose Wahlgänge über mehrere Tage gegeben. Danach erklärte sich Mattarella bereit, doch noch einmal anzutreten und wurde sofort gewählt. I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla presidenza della Repubblica. Die schwierigen Tage während der früheren Wahlgänge, die schwere Gesundheitskrise und die sozialen Notlagen erinnern uns an die Verantwortung und den Respekt vor dem Votum des Parlaments. Quello sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Viele Italiener sind offenbar froh über den Ausgang der Präsidentenwahl. Schließlich hatte zu Beginn der frühere Regierungschef Silvio Berlusconi als Favorit gegolten. Ich finde, das ist eine Bankrotterklärung, dass man jetzt einen Mann wählt, der so oft gesagt hat, dass er nicht noch einmal antritt. Aber Mattarella ist noch der beste Kandidat. Es gab so viel Uneinigkeit zwischen den Parteien. Dieses Resultat ist meiner Meinung nach das Beste, denn ich habe Mattarella immer gemocht. Italiens Präsident hat weitgehend repräsentative Funktionen. Seine Amtszeit dauert 7 Jahre. Ob der 80-jährige Mattarella eine volle weitere Amtszeit absolviert, ist unklar.